ausländische Messen, ihnen ist es vorzuwerfen, wäre vorzuwerfen, dass sie auch das. Und das ist auch ein Problem in Russland. Also man nennt das eine internationale Buchmesse, aber sehr viele oder wenige Leute sprechen Englisch. Ja. Geschweige denn Deutsch. Aber gibt es dann Dolmetscher oder wie wird das dann, wie verhandeln dann die Agenten mit den Autoren? Und holen sich ein Dolmetscher dazu? Oder? Einerseits kommen oft, es gibt schon mittlerweile Autoren oder Literaturagenten, die Russisch sprechen. Ja. Ja. Aber andererseits gibt es schon relativ viele Mitarbeiter der Verlage. Na, da steht's. Da steht's, ja. Schweiz. Aber es gibt viele, also es kommen immer mehr Leute, die Englisch sprechen. Ja. Aber in der Menge. Ja, Welches Land ist das jetzt? Welches Land ist das jetzt? Das ist ein sehr guter Verlag. Ein guter Verlag, der Geschäftsliteratur macht. Also Business-Ratgeber, ja, oder? Neue literaturne Übersehen, das heißt New Literary Observer. Ah ja. Der macht Bücher, Sachbücher zu humanitären Themen. Auch hat eine sehr interessante Reihe Kultur des Alltags. Ja. Yeah. Und viele schöne Reihen, Belletristik auch. Und der Verlag hat eigenen Fonds, eine Stiftung, die russische Bücher fördert, Übersetzungen russischer Literatur. Das ist praktisch die einzige Stiftung, die russische Literatur fördert. Michail Prochorow, vielleicht kennt ihr diesen Oligarchen. Ja, ja. Der ist Bruder von Irina Prochorow, der Mitarbeiter. Da hat sie Glück, dass ich einen Bruder zu haben. Sie ist die Verlegerin, also ihr ja, Bruder sie ist Verlegerin. Ja, sie ist Verlegerin. Ja. Aber und das ist ein sehr schönes Verlag. Wir machen jetzt Hardcover und Softcover, ne? Ja, und genau. Ja. Das machen alle jetzt. Ja. Ja, aber langsam wird es auch richtig voll hier. Ja, am Wochenende wird es schrecklich. Das ist ja auch ein sehr guter Verlag. Ein Moskau-Verlag und heißt Lehmezeit. Ja. Und macht auch sehr gute moderne russische Autoren, Übersetzungen aus. Und jetzt gehen wir zu einem Verlag. Ich habe Ihnen schon erzählt, dass es hier einen Expertenrat gibt. Also wir gehen zu C2. Ja. Es gibt einen Expertenrat, habe ich schon erwähnt. Hier gibt es keine Zensur, aber dieser Expertenrat hat doch das Recht, die Literatur nicht anzunehmen, die den literarische, also deren literarische Qualität nach Meinung des Expertenrats nicht genug. Geht es ja um literarische Qualität oder um die Verletzung von Nur um literarische. Naja, über Verletzung kennt man schon. Aber wenn es schon ganz ausgesprochen schlecht geschrieben ist. Also die gucken, dass keine Schundromane verlegt werden. Ja, es heißt Buchmesse für intellektuelle Literatur. Ich glaube, bestimmt gibt es schon solche Bücher. Aber das frage ich. Ich wollte, ich habe zu Alexander Ivanov, der Leiter des Verlags, er spricht Englisch, ich habe gebeten, dass er ein paar Worte sagt, aber für den Expertenrat, aber der ist noch nicht da. Also, wie gesagt, können wir nachher noch einmal versuchen. Und der Expertenrat ist aber jetzt hier für die Messe zuständig. Die gehen hier rum und oder sind die für den ganzen Nein, das sind Verleger, die auf der Buchmesse normal arbeiten, aber im Voraus bereiten sie die Buchmesse, sie überlegen, wer zum Ehrengast werden kann. Und wie gesagt, die Literatur, die Verlage können ihre Titel anmelden, die sie ausstellen wollen. Und der Verlag macht auch Top-Liste.
die werden wir unten sehen. Ah ja, Top-Liste, also, die besten Bücher. Da wählt der Expertenrat, Expertenrat wählt aus, welches Buch gewinnt. Genau. Ach ja, ja, die Gewinner auch. Dieser, nee, das ist nicht Buchpreis. Das ist einfach eine Top-Liste, die unten angegeben ist und man kann diese Top-Liste ansehen. Das sind 100 Bücher Literatur, 50 Kinderbücher, dann hier gibt es ein Antiquariat, eine Abteilung, die wir noch sehen werden. Und hier gibt es auch Vinylclub, also ist das auf Deutsch auch Vinylplatten, ja? Vinylplatten, Schallplatten. Schallplatten aus Vinyl, ja? Mhm. Die sind große Mode jetzt bei uns. Ah, ja. Und es gibt auch eine Abteilung der Buchmesse, die wir auch besuchen. Ach, spannend. Warum sind die auf der Buchmesse? Ist ja eigentlich Musik da? Weil es ist auch ein Medium sozusagen. So, jetzt wollte ich Ihnen die drei größten zeigen. Interessant ist, dass die Buchmesse für intellektuelle Literatur angefangen hat, dass man wo kleine und mittelgroße Verlage involviert. Aber diese Buchmesse hat sich so gut etabliert und die ist so interessant und anziehend und hat ein kreatives und hochkarätiges Rahmenprogramm, dass die Größten sind natürlich auch dabei. Also das sind die Größten Verlage. Mikro wäre auch gar nicht schlecht. Ja, ich habe eins dabei, also ich kriege.